Es gibt immer unvorhergesehene Sachen, die man halt einmal aus der Balance wirft, wie einen Sturz. Gerade die Tour de France mit vielen Stürzen, mit vielen Positionskämpfen, Ellbogen an Ellbogen. Wenn du im Ziel bist und müde bist, sind es wieder Tausende von Leuten und Hunderte von Kameras, die dort rumstehen. Jeder will was von dir. Dann ist immer alles gerade so taktet, wo man jetzt nicht einfach mal Zeit hat, um einfach mal ins Bett zu liegen. Eigentlich ist man tot müde, aber die Zeit ist einfach nicht da. Ja, so Sachen sind sehr, sehr, sehr stressig, auch fürs Mentale. Ich habe viel gelernt in der Atemtechnik und im Yoga da, wo man dann halt wirklich bewusst runterfahren kann, wie er sich selber dann halt auch in Ruhe versetzen kann, auch wenn aussen nur mal mehr läuft. Balance ist, wenn man sich wohlfühlt, würde ich sagen, wenn man gesund ist, wenn man zufrieden ist und Freude an dem, was man macht.